Nachwuchs sichern, Zukunft sichern. Das ist für viele Unternehmen ein wichtiges Ziel. Für Life e.V. bedeutet dies, die Chancengleichheit von Frauen und Mädchen fördern, vor allem in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen. Frauen und Technik, das ist eine gute Chance. Über 100 Mitstreiterinnen und Mitstreiter waren zur Live-Tagung gekommen und wollten mehr darüber erfahren, wie das gehen kann. Life e.V. arbeitet seit den 80er Jahren zu Frauen in Technik und Handwerk. Life e.V. gibt Mädchen und Frauen den richtigen Kompass an die Hand, damit sie sich für technische Berufe entscheiden. Was braucht man dafür, um so erfolgreich zu sein? Langfristige Programme, Finanzgeber und Finanzgeberinnen mit langem Atem, sagt Rita Eichelkraut, eine der beiden Geschäftsführerinnen von Life e.V. Nein, natürlich ist technische Begabung nicht vom Geschlecht abhängig. Professor Kerstin Palm weist dies wissenschaftlich nach und zeigt auf, dass Forschung die Männerbrille aufsetzt. Die popularisierte Darstellung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, die nicht selten sogar von renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vertreten werden, die im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit spektakuläre Ergebnisse, Differenzergebnisse vorweisen wollen, führt meines Erachtens zu einer starken Aufrechterhaltung von massiven Geschlechterklischees, die das räumliche Denken und daraus oft abgeleitet das technische und naturwissenschaftliche Denken nicht als menschliches Vermögen, sondern einseitig als männliche Eigenschaft naturalisieren. Junge Mädchen lassen sich davon nicht unbedingt beeindrucken und zeigen Selbstbewusstsein. Den Schülerinnen aus dem Live-Projekt Erste Berliner Girls der Akademie gefällt es, in einer Mädchengruppe zu lernen. Beim Bau von Solarobjekten erfahren sie auch, welche Berufsperspektiven die erneuerbaren Energien bieten. Ich habe da schon Überlegungen, weil mein Opa hat mich dazu auch inspiriert, weil er ist Architekt. Und ich habe auch in Sauerfehlen gesehen, wie er so manche Sachen gebaut hat und so. Und da könnte ich mir schon mal was vorstellen. Lisa, in welche Richtung geht es bei dir beruflich? Hast du schon eine Idee? Maschinensäure. Also sowas naturwissenschaftlich-technisches, jawohl. Mädchen reden intensiv über Umweltthemen. Das weckt frühzeitig technisches und naturwissenschaftliches Interesse. Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen unterstützen den Ansatz. Was wir einfach erreichen müssen, ist, wir müssen an die Mädchen ran, die durch die Sozialisation, wo man sagt, wir lieber was anderes, wir gehen einen frauenspezifischen Beruf rein, die aber durchaus ein technisches Feeling haben. Darum gehen wir mit der Gustav-Heinemann-Grundschule seit 2 oder 3 Jahren den Weg, dass wir den Girls Day nur für Grundschülerinnen machen. Das heißt, da haben wir das Glück, dass da die 5. und 6. Klassen immer kommen. Die Unternehmen sind sehr interessiert, weil vor dem demografischen Hintergrund ist es klar, wir brauchen die Vielfalt der Gesellschaft und versuchen über Schulkooperationen verschiedener Unternehmen, durch Kooperationen mit Hochschulen eben junge Menschen, junge Frauen dazu zu gewinnen. Es hängt immer wieder vom persönlichen Kontakt ab, das ist ganz richtig. Und was immer wieder festgestellt wird, dass also auch im 6. oder 7. Schuljahr damit anzufangen eigentlich sehr, sehr spät ist. Die junge Generation braucht eine verlässliche, langfristige Ansprache für Technikthemen. Man muss früh ansetzen, durchaus schon in der Grundschule. Mädchen begeistern sich heute schon mehr für Technik und setzen ihre Freizeit dafür ein. Die Werbung um Mädchen und Frauen beginnt zu wirken. Meine Erfahrung ist, dass wir sehr früh anfangen müssen. Das heißt, junge Mädchen schon dann, wenn sie anfangen, sich mit Berufen auseinanderzusetzen, zu verblüffen, neue Ideen reinzubringen, Berufsbezeichnungen zu benutzen, die unüblich sind, von Ingenieurinnen und Architektinnen zu reden und von Erziehern und Friseuren und das als Berufsberaterinnen mit einer Selbstverständlichkeit tun und nicht so, als sei das was ganz Ungewöhnliches. Gut, was kann Schule für diese Entwicklung tun? An unserer Schule, denn nur für die kann ich ja sprechen, haben wir ein Programm entwickelt, die Schüler starten mit Come-off-Tour.
Sie werden im neuen Fach WAT in der 8. Klasse in der Werkstatt eingeführt. Sie machen Werkstattarbeiten, technische Arbeiten, die Sie bisher nicht gemacht haben. Dann kommt da hinzu, dass die Schüler alle im 8. Jahrgang am Girls Day teilnehmen. Die Mädchen in den naturwissenschaftlichen, technischen Berufen, die Jungen werden in die sozialen Berufe gehen, damit da keine Konkurrenz entsteht, sodass die Schüler auch Wertschätzung für die unterschiedlichen beruflichen Aktivitäten erkennen oder erfahren. Dann führen wir einen Berufeparcours durch, an dem alle Schüler teilnehmen, die im 8. Jahrgang sind, in der 9. Klasse. Das wird das Betriebspraktikum durchgeführt. Und die Girls der Akademie, die wir jetzt neu an der Schule haben, ist ausschließlich für die Mädchen und soll ihnen die Gelegenheit geben, ungestört Technik zu erfahren. Wir nehmen seit über 7 Jahren am Girls Day teil und haben also auch an mehreren Niederlassungsstandorten in Deutschland sehr intensive Kontakte mit Schulen aufgebaut, sodass wir jedes Jahr zum Girls Day eine in den vergangenen Jahren immer noch wachsende Zahl von Teilnehmerinnen begrüßen konnten. Wir haben jetzt mittlerweile über 120 Teilnehmerinnen am Girls Day an 6 verschiedenen Standorten von Cisco. Stellen aber Folgendes fest, wenn wir selber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren wollen, würden wir uns noch mehr Frauen in den technischen Berufen wünschen. Aber erstaunlicherweise, es bewerben sich nicht mehr junge Frauen bei uns. Deswegen haben wir neben dem Engagement im Bereich des Girls Days jetzt uns auch noch bei der MINT-Initiative mit engagiert, sodass wir sagen, wir wollen längerfristig schon in der allgemeinen Schulbildung Mädchen und dort allerdings auch junge Männer für die informationstechnischen Berufe motivieren, sodass wir nach Möglichkeit auch demnächst mehr Bewerberinnen bei uns sehen werden. Und Frauen entdecken die regenerativen Energien für sich. Umwelt und Nachhaltigkeit stehen für sie hoch im Kurs. Live e.V. eröffnete deshalb auf der Tagung die erste Solateurinnen-Schule in Berlin. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen unterstützt das Vorhaben, Frauen im Bereich Solarenergie zu qualifizieren. Bei den Solateurinnen handelt es sich um eine Weiterbildungsmaßnahme. Also die beiden Absolventinnen, die hier vor mir stehen und denen ich auch erstmal herzlichen Glückwunsch sage zu diesem Titel, dass sie jetzt eine weitergebildete Solateurin sind, sind ja schon in der Branche drin. Sie haben sich ja auch schon mit der gesamten Technik beschäftigt. Und hier handelt es sich eben um eine Weiterbildungsmaßnahme, die live jetzt ganz exklusiv hier in Berlin eine Schule eröffnet. Also die Zertifizierung ist auch gerade über den Berg. Schönes Wort. Es steht wohl auch das R-Zeichen. Also es ist jetzt, ich hoffe, das ist korrekt. Es ist keine Erfindung von live, sondern es ist eben was ganz weltweit verbreitet. Eine spezielle Fortbildung, die sich eben an Menschen aus der Branche richtet, die also eben schon Handwerk in der Richtung, Elektro, Elektromechaniker, Ingenieurinnen, Architektinnen, die sich in dem ganzen Thema Solartechnik eben weiterbilden wollen und entsprechend dann ihre Wissen, ihre Kompetenzen eben auch am Arbeitsmarkt und für die nachhaltige Umwelt eben umsetzen wollen. Die ersten Absolventinnen haben die Weiterbildung bereits abgeschlossen. Ich wollte meine Berufschancen erhöhen damit, mit dieser Weiterbildung. Ich habe vor einem Jahr mein Studium erfolgreich beendet in Richtung Bauingenieurwesen. Ja, und man sieht jetzt sowohl bei Neubau als auch bei Sanierungen kommen immer mehr Solaranlagen zum Einsatz. Die Bedeutung der Energieeffizienz in Gebäuden nimmt auch ständig zu und ich finde es einfach vorteilhaft, wenn man als Bauleiter oder als Projektsteuerer die aktuellen Kenntnisse hat und ja, deswegen haben Sie gesagt, das mache ich, das ist eine gute Gelegenheit, da eine Art Spezialisierung vielleicht auch noch hinzukriegen und da wirklich reinzuriechen und ganz, ganz praktisch das zu machen. Und was können Frauen von der Solateurinnen-Schule erwarten? Das Besondere daran ist, dass wir uns wirklich auf Frauen spezialisiert haben. Das heißt, wir gucken, was bringen diese Frauen als Zielgruppe mit? Und das ist ein bisschen im Vergleich zu anderen Solartechnik-Fortbildungen insofern besonders, dass die Frauen hauptsächlich aus dem akademischen Bereich kommen. Das macht was mit dem Lehrkonzept.
Man muss nämlich diese ganzen handwerklichen Fähigkeiten ganz anders einleiten. Und man muss sich auch bewusst sein, dass diese Frauen natürlich nachher nicht Elektroanlagen installieren werden. Das dürfen sie gar nicht. Aber sie sollen halt die Erfahrung haben, um zum Beispiel Bauleitung machen zu können. Im Elektrobereich sind Frauen extrem unterrepräsentiert. Das Projekt Think Electric von Life e.V. wirbt junge Frauen für die Elektroausbildung. Sie lernen konventionelle und regenerative Energien kennen, setzen Roboter und Solarmobile in Bewegung und sie experimentieren. So weckt Think Electric das Interesse bei jungen Frauen, genau wie bei den Tagungsteilnehmern und Teilnehmerinnen. Life e.V. kooperiert mit Schulen, Unternehmen und Hochschulen. Ziel ist es, mehr Mädchen und Frauen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die Nachfrage nach Frauen in technischen Berufen wächst. Auch bei den Rollenbildern von Frauen und Männern gibt es Bewegung. Auf diesem Weg können Frauen in Naturwissenschaft und Technik allmählich Alltag werden.